Willkommen zurück zu L.A. Noir. Wir sind hier in einem Fall von der Brandermittlung, wie ihr hier vielleicht erkennen könnt. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zu einem gewissen Reisebüro, welches Preisausschreiben veröffentlicht hat. Oh, eine Straßenbahn, hallo. Welches die zwei Familien, deren Häuser abgebrannt sind, ja, mitgemacht haben, ne? Also die Familien haben an dem Preisausschreiben da mitgemacht und auch gewonnen, und das ist ein zu großer Zufall, dass dann auf einmal beide Häuser abbrennen, wenig später. Und deswegen düsen wir da gerade hin und befragen mal die Leute da ein bisschen, was es mit dem Preisausschreiben vielleicht auf sich hat. Vielleicht wissen die ja gar nichts davon und dann, hä, was? Das wäre natürlich noch interessanter. Wir gucken einfach mal, was die dazu sagen. Na? Mit meinem tollen Partner, der mich total mag und den ich total mag. Aber schöne Gegend hier, muss ich schon sagen, ja. Schöne Wohngegend. So, hier nach rechts. Hier wird gerade neu gebaut. Okay. Schön, schön, schön. Mit so einer Straßenbahn sind wir auch noch nicht gefahren. Wird langsam mal Zeit! Okay. So, auf zum Reisebüro. Gullivers Reisebüro, 10.17 Uhr vormittags. Cool. Das sieht ja sehr interessant aus. Das ist mal ein schönes Schaufenster. Muss ich mal sagen, das ist sehr kreativ. Ja, ja, doch, doch. So, hereinspaziert. Phelps and Biggs, LAPD. John Cunningham, can I help you, gentlemen? We have reason to believe that the Sawyer family of 4414 Rosewood Avenue recently won a competition run by your company. Yes, I remember them. They called up to cancel at the last minute. One of the kids was sick. Very unfortunate. Do you mind if I take a look at that? Dankeschön. Das ist aber sehr nett. So, was sehen wir denn hier? Moment, wir gucken erstmal gerade, wie die Personen alle heißen. Stephens und Sawyer war das, genau. So, dann gucke ich mal danach. Genau, Sawyer hat abgesagt. Sawyer Family, Rosewood Avenue. Genau. So, und bum 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 bum, Stephens da oben. Here they are, Stephens. Genau. Okay. Dann erzähl mal. Tell us about the Suburban Redevelopment Fund. There's not much to tell. They run a promotion. Our promotion's mailing list covers half of LA. Okay. Schicke Krawatte. I don't believe so. Government organizations don't usually get involved in promotions. Okay, das war richtig. Reisepreis ausschreiben. Erzähl mal. Yes, they were. You do a lot of these prizes. Look, there are hundreds of these. Okay, er zögert. One time. If you're the lucky guy, you get your name pulled out of a hat. While the Sawyer family were supposed to be at Catalina Island, their house burnt down. You consider them lucky? Christ. Sorry to hear that. Can you tell me who offered the prize won by the Sawyer family? Sure. Look, there's supposed to be some sort of supervised draw with hundreds of tickets. But the reality is the Suburban Redevelopment Fund calls me every couple of weeks and tells me exactly who's won. Okay. Thanks for your help. No problem. Interessant. Could something for that family. You could put round the hat. A few bucks would really help them now. I suppose so. Good. I'll put you down for 50. I could tell you were Samaritan the minute I walked in the 50? Door. 50? Are you good man, Cunningham? You're all right. Yeah, I'm great. Oh, yeah. Poorer, but great. Sehr großzügig. Sehr großzügig von dir, $50 spenden zu wollen. Das ist sehr nett. Also unser neuer Partner, der Herschel, der kann ja doch recht lustig sein, ja. So, wir fahren jetzt zu der komischen, genau, zu der komischen Gesellschaft hier. Das ist ja sehr interessant, genau. Sehr interessant, so. Great partners must Vorsicht, Vorsicht!
Liebchen, du hast rot. Mein Gott, was ist da mit dir los, ey? Verrückt. Okay, auf zur Suburban Wohnbauförderung, die wahrscheinlich auf dem Grundstück von den abgebrannten Häusern neue Häuser errichten wollte, für eben diese GIs, von denen wir schon gehört haben. Nö, mag ich nicht. Ich bin jetzt im Bau. Ich bin jetzt total hier in der Wohnbauförderung. Ich will jetzt auch dringend ein Haus bauen, wie es aussieht. Ich bin jetzt im Brand. Ich habe auch gar keine Waffe mehr. Ich habe die in der letzten Folge in der vorletzten Folge abgegeben. Und deswegen, da kann ich nicht mehr viel helfen bei solchen Fällen, ne? Oder soll ich da mit meinen Fäusten rangehen? Oder mit einem tadelnden Zeigefinger so, du, schießen macht man aber nicht, lalala. Hören Sie sofort auf. Ich glaube nicht, dass das was bringen würde. Nee, ich ziehe einfach gerade mein Branddingens durch und dann, ne, wir haben auch so genügend Intuitionspunkte, die wir aber leider nicht nutzen. Okay, da sind die noch beim Sawyer-Hausbrand beschäftigt. Sehr schön. Schön, dass wir da wieder dran vorbeifahren. Ist das noch weit? Okay, hier bauen die auch. Ah ja. Oder, nee, okay, das sah im ersten Moment so aus, als ob die hier bauen. Aber da bauen die. Und die Baugesellschaft ist direkt nebenan. Mensch, das ist ja praktisch. So, okay. Elysian Fields Baustelle, 11.33 Uhr, vormittags. Hi. This is supposed to be the registered offices of the Suburban Redevelopment Fund. This is an Elysian Housing Development, Mac. So Elysian is an investor in the Redevelopment Fund. Looks that way. Are we done here, Mac? I've got work to do. Sure, buddy. Mac? Thanks for your help. Tja, und nun? Elysian are investors in the Suburban Redevelopment, so what? If you think I'm putting my pension on the line and harassing Leland Monroe without evidence, you're out of your mind. KTI reminds you. Nee, ohne Beweise machen wir hier gar nichts, aber. Oh, Moment, andere Geschichte. Who exactly is this guy, Lynch? Lynch is a legend. You should feel privileged. He doesn't let many people into the inner sanctum. Keep your mouth shut and you'll learn something about fires. Sehr gerne. Ich lerne immer gerne. Ich bin immer auf der Suche nach Wissen, weißt du ja, ne? So, jetzt hattest du zwar grün, aber ich schmuggel mich mal kurz da durch. So. Ja, in die Feuerwache dürfen wir jetzt. Das ist unsere große Chance, ein Feuerwehrauto zu kapern. Da freue ich mich schon drauf, wenn das wirklich funktioniert. So, wo fahre ich denn hier am besten her? Hier nicht. Okay. Da kann ich durch. Dann mache ich das... ein Graben. Wo kommt der denn her? Na gut. Ja, genau. Und dann mal gucken, was der so für uns hat. Ob der uns weiterhelfen kann jetzt gerade. So, da ist die Feuerwache. Sieht zumindest danach aus. Jawohl. Feuerwache 32, 11.43 Uhr vormittags. Mal gucken. We came as soon as we could. Das Allerheiligste. Und da steht auch schon das Objekt der Begierde. Lynch. Biggs? You two investigating the house fire on Kenmore Avenue as well? Yep. Why? I had a look around the place while I was out there. Do you believe the fire? I deal in facts, Phelps. Evidence of an explosion. No obvious sign of accelerants. Wiring looks intact. Come and take a look at this. Is the heater from the Sawyer fire out? Yes, it is. Deswegen haben wir den auch nicht gefunden. Okay, zuletzt gewartet von Reginald Worley. Okay. Huh. Looks like it was recently serviced. Tja, alles klar. I have a theory, and it's a theory only. I don't have enough evidence to prove... Al, if you say it so, we're listening. Okay, Phelps. You're a bright penny. You have a gas supply. You have a Bunsen burner as a pilot light. You have a regulator valve, and the balloon represents the gas expanding in the room. Now, the gas has to make contact with the mosquito coil to form an explosion. Let's see if you can work out the chain of events.
Ja. Ich weiß ja auch nicht. Was ist denn das da überhaupt für ein Objekt? Ach, ist doch bald egal. Komm, ich pack das mal dahin. So. Und das da kommt mal dahin, weil ich denke, das Gas kommt dann da oben raus und kommt dann da oben auf die Spirale. So. Okay? Scheinbar nicht. Gut. Obwohl, ich kann hier noch was tun. Ach, das ist der Ballon. Okay. Ich dachte mir schon, was ist denn das da? Ja, ist ja in Ordnung. Get the arrangement right before we can reproduce the results. So, pass auf. Dann packen wir mal, wenn da das Gas ja gerne mal hinkommt. Also hinkommen soll. Nein. Dann packen wir doch den Ballon, wo sich das Gas drin sammelt, doch an die Spirale. Und dann mal gucken. The gas bubble needs to be next to the coil if it's gonna ignite. Ja, meine ich doch auch, oder? So, ist das hier denn richtig? Oder muss da so eine Art Ventil... Ach, ich probiere es einfach mal so. Ansonsten tausche ich die beiden hier noch. Das blaue und der Bunsenbrenner. Tja, okay. Sehr interessant. So, also viele Optionen bleiben ja nicht mehr über. Legen wir den auch noch dahin. Und der kommt da in die Mitte. So. Good, you're breaking position. Ja, oder? Okay. I'll light your pilot. Turn the gas. You pull the lever on the left to turn on the gas. Das scheint ja richtig zu sein. Ich bin mal gespannt. So that's how it's being done. Maybe there could be a fault with these valves. Alles klar. I adjusted this one for our experiment, but you need to take it to InstaHeat and see what they say. Their headquarters is on North Harvard Boulevard, number 262. Ich weiß nämlich, warum das bei der zweiten Option nicht auch schon gebumst hat, weil da war ja auch der Luftballon direkt an der Flamme. Aber okay, ich bin ja kein Pyrotechniker und wir dürfen mit dem Feuerwehrmann... Klempner, Gasmann und so weiter und so fort. Geil, Feuerwehrauto. Yeah! The next fire. You should go to the factory and see how many of these things are going bang in the night. You know this chap right here? Guy's a freak. Loves fires. He's the kind of guy that would like for a lot of things, but we don't really have any credible evidence to pursue him with. Scheiße, ist das geil. Boah, aber die Bremsen sind ein bisschen doof, ja. Nee, ich kann gerade nicht. Ich muss mit einem Feuerwehrauto fahren. Oh mein Gott, ist das super. Da ist sogar eine Glocke dabei. Habt ihr gehört? Da. So. Ding, 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 ding. Oh mein Gott, ich hab Spaß. Das Ding ist super. Vor allem rammt das Teil auch alles aus dem Weg, ja. Genauso wie alle anderen Feuerwehrautos, mit denen ich jemals gefahren bin. In anderen Spielen. Rammt einfach alles aus dem Weg, was ihm im Weg ist. Das ist super. Voll mein Ding. Pass auf. Weg! Entschuldigung! Jawohl! der rattet da einfach durch! Als wär's nix! Total super! Gefällt mir! Den hier will ich behalten! Ist das ein Deal? Ich hoffe mal! So, hier darf ich nach links, ja? So, natürlich sollten wir jetzt nicht unbedingt tausende Leute umfahren! Unbedingt! Aber wir könnten, sage ich mal, ne? So, hallo. InstaHeat-Fabrik, 2:49 Uhr nachmittags.
Oh mein Gott. Ist das toll. Okay, wir gehen mal rein. Und dann babbeln wir mal ein bisschen mit den Leuten. Guten Tag. LAPD Detectives, ma'am. We need to speak to someone in charge. I see. Well, duty manager for today is Mr. Rasek. You should find him in his office. Dankeschön. Ist das hier sein Office, ja? Hallo? Ich suche einen Ivan. Bist du der Ivan? Tja. Das müsste doch eigentlich an der Tür stehen. Hier vibriert was. Neues, verbessertes Modell. Die werden weggehen wie warme Semmeln. Ja, wunderbar. Sehr schön. Ist es Swine? Okay, die haben auch schon von mir gehört. Manager! Okay. Der hier wahrscheinlich, ja? Wo ist denn deine Tür? Hier. Hallo? Detective Phelps and Biggs, arson. We're investigating a couple of house fires. What can you tell us about this? Pressure regulator from a Model 70. Let me take a look. We have a problem. This has been tampered with. What? You see this diaphragm? It forms a seal across the saddle here. Gas flows across from here to here. The diaphragm regulates flow. It's been reversed. It's a subtle change, but it means the gas never closes off properly. Mm-hmm. Na gut. Dann erzähl mal. So you're telling me that this is not a manufacturing fault or service repair? I don't think there's anything inherently wrong with the design. Okay, also jetzt guckt er zwar direkt auf uns so, also das ist ja immer so ein Anzeichen von wegen Lüge oder sowas, aber vorhin hat er ein bisschen gestottert. Warte mal, was sagt denn mein Notizbuch? Boiler von Wally gewartet. Tja. You're telling me that you've never had any problems with this heater? Look, we've changed the design since the Model 70. These things are still being installed? It's the demand. None of us could keep up with the amount of housing going up. At the budget end, we're still using some of the old stock. We are installing 100 heaters a week. They're not all faulty. They're not all safe either. Okay. Aussage von Ivan Rasic. Boilerwartungsprotokoll. These diaphragms prone to failure. They tend to go after a while. The rubber lasts quite a few years and then it perishes. So the guys' names that I've been seeing doing the repairs on the heaters, they're fully licensed and accredited. Sure, of course they are. Ja, aber ich habe hier da einen gewarteten von dem und einen gewarteten von dem. Welchen nehmen wir denn jetzt als Lüge? Nach Wartung des Reginald Wally. Nach Wartung des. Ja. Ist das jetzt egal, welches ich nehme, oder? Weil ich will auf jeden Fall. Guck mal. You're lying, Rasek. I think some of your men aren't fully licensed. You're desperate to cover your sales. And how are you going to prove that, Detective? Name me one of my guys who would have overlooked a fault like this. Ich weiß nicht. Entweder hier der Ryan oder der Wally. Ja, und wenn das so einfach ist, den Gasdruckregler zu manipulieren, dann, okay. Dann braucht es auch kein Experte gewesen zu sein, nur so. Okay. Also, Moment, wenn das... Okay, bei den Sawyers, da war ja das hier, ne? Genau. So, und bei den, bei den Steffens, da wurde ja nicht so ein Reglerventil gefunden. Dann nehme ich einfach mal den hier. What about Reginald Barley? You know about Varley. He's on the run for a divorce interstate. It's not so bad. You in the habit of hiring criminals, Rasek? I need guys, Detective. This boom is a once-in-a-lifetime opportunity. I want you to get me a copy of the list of your installers. Okay, I'll get it for you.
Dankeschön. There, around a dozen of them. Housing okay, mal gucken. Ja. Da ist er, der Wally. Ganz unten. This is a long shot. We are not gonna rouse that whole list. Nee, aber Wally und wie ist der andere? Cross-reference for arsonists. Ach so, okay. Guys have any previous. Sir, I need to use your phone. Go right ahead. Gut, dankeschön. Dann legen wir das mal wieder zurück. Und wo ist dein Telefon? Wo ist es denn? Ach, da steht es doch und sagt nichts. Will you look at this clown? Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, detective? What I need that? To know if any of the following names have a previous criminal history. Okay, detective, run the names. Oh man, geht jetzt alle durch, ja? Acevedo Ernesto, Clemens Walter, Elgrim John, Gable Leroy, Kellegrew Peter, Kuttner Robert, Limes Albert, Manning Franklin, Neves Raymond, O'Brien Thomas, Ryan Matthew, Spurgeon William, Varley Reginald, Zurich Stephen. Clemens Walter, previous conviction for arson and malicious damage. Uh-huh. Burned down a house in Westwood in 1942. 4-year jail term. Thanks. Das war's? Ryan Matthew. Aha, da kommen ja noch mehr. Attempted murder. Plea bargained down to assault charge. Anyone else? Komm schon. There is a Reginald Varley wanted for murder by Detroit Police Department. Achso, wegen Mordes. Thanks. You've been a big help, young lady. Na gut. Okay, dann, Your employment roster is quite the rogues gallery, Mr. Rasek. Desperate times indeed. Tja, und nu sollen wir nochmal mit dir babbeln, okay. Do you have an address for Clemens? He's working on an apartment building on Catalina and 3rd. What about Ryan? Currently working at a housing development on Normandy and 1st Street. Varley, where is he? Beverly and Mariposa, currently working on a new housing development. Oh, man. Varley's a good guy. You can't harass all my people. These guys have lockers. Yes, they do, but my men have a right to some privacy. Don't you need a warrant or something? Show him and keep quiet. Also wir, ja, ich habe die Befürchtung, dass wir gleich sehr viel fahren müssen. Stick around, Mr. Rasek. Das ist, nee, darauf freue ich mich schon. So, zeig mal, Walter Clemens, okay, was haben wir denn hier? Nee. Gesetz und Autorität. Ein anarchistischer Aufsatz von Pierre Copot. What the fuck? Okay, ist das ein Büchereiausweis oder sowas? Clemens Clemens Flugblatt. Is a fellow traveler. Aha. Okay. Achso, warte. Wir waren noch nicht fertig. Goal! Nein! Mach nochmal auf das Ding. So, das konnte ich noch weiter untersuchen. Ja, jetzt müssen wir wieder alles hier lesen. Ein anarchistischer Aufsatz von Pierre Kopotkin. Anarchistische. Okay. Cool. Oh je. Liest er jetzt alles durch hier? Werden Gesetze vervielfältigt? Die Gesetzgebung soll alles richten. Und jedes neue Gesetz ist ein neuer Irrtum? Der wird doch jetzt nicht alles davon lesen wollen, oder? Okay, einverstanden. Oder kann ich das noch umblättern, dass du noch was liest? Nee. Naja, cool. Alles klar. Noch ein Spind, genau. Der von Ryan. Oh, da sind ja auch noch ein paar von denen. Na sowas. Haben die alle was miteinander gemeinsam, ja? Das ist aber schön. Some light reading on the merciless capitalist machine. Ja, das kann ich auch nochmal aufmachen und auch lesen, aber das will ich nicht. Okay. Also wenn ich gleich beim dritten Spind auch so ein Dinge finde, dann blätter ich das nicht auf. Weil dann liest ihr das wieder und dann
So viel Zeit haben wir auch nicht, ne? Ja. Die Menschen werden verleitet, von ihm zu fordern, was nur... Ich weiß nicht, ob das hilfreich sein könnte, aus ihnen selbst kommen kann. Aus ihrer eigenen Bildung, ihrer eigenen Moral. Nee, das ist nicht... Ja, also ich glaube nicht, dass mir das jetzt so viel helfen wird. So, legen wir mal zurück. Was haben wir da? Not much help. Ach, ja, aber damit könnte man schon was manipulieren. Also, ja, okay, das war das. So, und der dritte spinnt, bitte. Reginald Wally. Okay. Ah ja, da haben wir so eine komische Spirale. Vertreibt Moskitos sofort. Ja, wunderbar. Gegen Mücken und Sandfliegen für drinnen und draußen. Schön. So eine Spirale hatte der Feuerwehrmann doch da gerade eben vorgeführt. Genau. Moskitospiralen, das ist sehr interessant, ja. Okay, wunderbar. Die liegen wir mal wieder zurück. Das war alles? You know that a mosquito coil takes an hour to burn down, Rasik? No, I didn't know that. It's the favorite choice of ignition by arsonists. Gives them time to get away. You're crazy. He probably lives near the canals in Venice. Alles klar. Werden wir wahrscheinlich auch noch hin müssen. Ja, okay, das Gedudel ist da, das heißt, wir sind fertig. Das heißt, du kannst wieder auf deine an deinen Schreibtisch. Ja, das sehen wir jetzt mal. So, wir nehmen unser Auto. Schwarzer Bildschirm. Okay. Okay. Ich glaube, ich hätte mir das Nummernschild merken sollen. Ich glaube, der bereitet weitere Brände vor, oder wie, oder was, hä? Ja, kann gut sein. Okay, wenn ich jetzt nur wüsste, wo der ist, ne? Das wäre gut. Ja, warum denn nicht? Clemens Arbeitsplatz, bitte. Als Ziel festlegen. So, aber wir fahren erst in der nächsten Folge dahin. Bis zur nächsten Folge. Bis dann.